Du musst ein paar Mal jetzt komplett gestört dein Kite nach unten hämmern und dann ist auf magische Art und Weise hast du Platz. Hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen von diesem wundervollen Spot hier. Und herzlich willkommen zu unserem allerersten Vlog. Wir dachten, wir wollen einfach heute mal euch mitnehmen und einfach mal unseren Tag so ein bisschen dokumentieren oder so. Genau, wir sind hier auf dem wunderschönen Sardinien, momentan in Punta Tretu und trainieren hier ein bisschen. Schneller Kaffee muss sein. Feeling good, feeling great. Cause I got a big old smile upon my face. And you can't take that away. Schau mal, wie schön. So, Prost von mir und meinem Kaffee. Wir chillen jetzt noch kurz. Der Wind ist zum Glück noch nicht an, weil wir sind noch überhaupt gar nicht ready. Aber ja, es ist auf jeden Fall richtig guter Wind angesagt. Wir haben auch richtig Bock, nachher noch ein bisschen zu fahren. Ich habe vor 2 Tagen das erste Mal den Blind Touch gestanden. Der muss auf jeden Fall noch gefestigt werden. Ja, aber vorher muss noch eine Runde Yoga. Let's go! So, jetzt müssen wir uns schon fast ein bisschen beeilen. Alle sind schon Whitecaps. Aber wir wollten eigentlich die Ersten auf dem Wasser sein heute. Ich sehe aber, dieser Plan wird ein bisschen schwierig, weil da hinten ist schon jemand auf dem Wasser. Fuck! Ich glaube, es sieht aus wie eine gute Session. Ja, voll. Es ist zumindest noch nicht so voll. Es ist noch relativ light. 15 Knoten. Also, was nimmst du, Paula? Elba Vegas. 11 Heaven. Mega geil, Alter. Let's board für dich. Was machen wir dann? Adventures, oder? Na klar. Was geht ab? Sag mal an! 18 Knoten, ne? Knapp, rechts. Bisschen den auf den 13er. Was sehen wir heute? Erstmal einen kleinen Kite-Crash nach links, dann wieder zum geradigen. Jetzt komplett gestört dein Kite nach unten hämmern und dann ist auf magische Art und Weise hast du Platz. Ja. Beste. Kurze Mittagspause um 17.43 Uhr. Aber hey, immerhin 2 Blind Judges, ich fast gelandet. Und ja, Max, wie war deine Session? Lang. Lang? Lang. Lang und schmerzhaft. Schmerzhaft. Schade. Ja, jetzt gibt es auf jeden Fall eine kleine Portion Nudeln. Und dann hoffen wir, dass der Abendwind vielleicht noch mal ein bisschen weniger wird und wir noch eine nice Session spuren.
war deine Session? Kalt, aber schön. Was war das Highlight? Paule-Film. So gefällt mir das. Genau so einen Freund habe ich gesucht. Jetzt genießen wir noch ein bisschen den schönen Sonnenuntergang. Mein Highlight war übrigens meine erste Kombo gestanden. Ja. Max hat auch seine Triple-Kombo gestanden. Ja, Beste. Ja, jetzt packen wir nur noch zusammen. Und dann geht's nach Hause in den Bus. Und dann wird lecker schmecker Abendbrot gegessen. Heute oder? Nicht im Dunkeln nach Hause laufen, Paule. Heute nicht im Dunkeln nach Hause laufen, dann müssen wir uns beeilen, weil es sieht schon so aus. Toll. Lichtsetting passt auf jeden Fall. Ich wünsche, ihr könntet die andere Seite sehen von der Kamera. Oh, ja. Zweite Session ist auch vorbei. War ebenfalls ausbaufähig. Wie ihr vielleicht an den Clips sehen könnt, ist da nicht so viel passiert in der zweiten Session. Es war tatsächlich heute echt mega stark. Also ich konnte mit dem Neuner echt gar nichts machen. Max hat ein bisschen versucht, ein bisschen abzureißen. Hat fast seinen ersten Frontside 5 gestanden. Ja, mit Buttcheck. Ja, er hat seinen ersten Frontside 5 gestanden mit Buttcheck. Ja, ansonsten, das war's auch für heute mit diesem Video. Und wie gesagt, unser erster Vlog. Wir sind ganz neu auf YouTube. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich immer gerne uns folgen und liken und ganz viele schöne, nette, liebe Kommentare lassen. Ja, und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich denke, so ein Video im Monat peilen wir an. Und bald! So, Maxi, was machen wir heute? Nix. Wie nix? Nix. Kiten wir heute? Nö. Das wird ja mal ein langweiliger Vlog.